Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal was anderes, das ist jetzt das erste Adventskalender-Unboxing-Video von mir. Ich war gerade beim Real und habe die Adventskalender für sie und für ihn gekauft. Ich werde jetzt erst den für die Männer vorstellen und der ist richtig groß und auch schwer. Und zwar ist es der hier. Ich freue mich schon. Genau, der sieht so aus. Ich würde sagen, wir öffnen den auch sofort zusammen. Anbau muss ich sagen, der ist total günstig. Also der ist gar nicht so teuer wie die anderen Adventskalender. Die anderen kosten ja ab 15 bis, das geht ja aufwärts bis 100 Euro. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich packe das mal kurz aus und schauen wir mal, was drin ist. Ich mache alle 24 Türchen auf und ja, bin mal gespannt. Das für die Frauen zeige ich dann im nächsten Video. Genau. So, dann fangen wir mal mit Türchen Nummer 1 an. Oh Gott, ich hoffe, es geht so. Ich hoffe, ich störe euch jetzt nicht so. Das ist einmal die 1 hier. Ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen. Da ist einmal ein Body and Face Wash Duschgel drin. Den hat sogar Auda letztens gekauft. Wenn ihr unseren Vlog gesehen habt, dann habt ihr das gesehen. Und der riecht unnormal gut. Das weiß ich. Ich sehe jetzt gar nicht, was drin ist. Genau. Das ist auf jeden Fall sehr gut gemacht hier. Da kann nichts rausfallen oder so. Also erstmal ist hier von Dorf das hier drin. So, dann kommen wir noch zu Nummer 2. Kann man das hier eigentlich abmachen? Oh ja, die Nummer 2 ist hier versteckt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, ich mache das mal so auf. Und hier ist drinnen von Sensodyne täglicher Schutz vor Schmerzempfindlichkeit. Einmal eine Zahncreme. Einmal das. Dann kommen wir zu Nummer 3. Wo bist du? Ja, jetzt muss ich die Nummer 3 finden, Leute. Da. Da bist du. So, hier ist von Kneipp was drin. Ich weiß, Kneipp ist eine nicht so günstige Marke. Ein Schaumbad, Männerpflege mit Naturkompetenz. Blutorange, schwarzer Pfeffer. Einmal von Kneipp. Total. Also bis jetzt gefällt der Adventskalender mir sehr, sehr gut. Und dann einmal die 4. Von Lavera eine Hand- und Nagelcreme. Bio-Olivenöl und Bio-Kamille 2 in 1. Einmal das. Ich hoffe, der fokussiert jetzt. Eigentlich sollte jetzt einmal das hier. So, dann kommen wir zu Nummer 5. Ich liebe es, die Adventskalender auszupacken. Und ich finde, für 11,99 Euro ist das nichts. Klar, manche werden jetzt sagen, das sind alles Pröbchen, aber man kann es dann wenigstens ausprobieren und weiß, ob es gut ist. Dann haben wir hier einmal von Nivea Man eine Pflegedusche, Körper, Gesicht und Haar mit Aloe Vera, intensive Pflege. Einmal das. Ups. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr das eurem Papa, eurem Mann oder so schenken möchtet. Also bis jetzt will ich den verschenken. Also jetzt kommen wir zu Nikolaus, mein Geburtstag. Boah, hier ist was Großes drin. Und zwar Antiperspirant 24 Stunden Protection von Mom. Okay, das ist wohl neu. Und zwar ein Deo-Roller. Soll ich dran riechen? Ich freue mich, dass das Video zu lang geht, wisst ihr, das nervt sonst. Oh, das riecht total gut. Oh Gott. Sehr, sehr gut riecht der. So, jetzt kommen wir zu Nummer 7. Und hier haben wir ganz viele Desinfektionsgel für die Hände drinnen. So, ganz viele. Dann die Nummer 8. Schatz, machst du bitte die Türen komplett zu.
mal, das ist jetzt drin bei den Männern. Ist auch was von Kneipp. Badekristalle. Fühl dich ruhig. Okay, einmal Passionsblume und einmal Malve. Das ist einmal das. Ich glaube, das sind zwei Stück. Auch schön. Dann neu. Hier haben wir von Soy eine Handcreme für trockene und empfindliche Hände mit Aloe Vera. Mal das. Genau. Dann die Zehen. So, das hier ist total groß und lang. Jetzt bin ich gespannt. Ein Rasierer von Extreme 3 Sensitive. Einmal das. Genau. Das war jetzt die 10, die 11. Das ist von Sebamed for Men Aftershave Balsam. Das ist auch eine nicht so günstige Marke, soweit ich weiß. Einmal das. Dann die 12. Nochmal von Sensodyn. Das zweite Mal. Sogar dasselbe. Noch eine Zahncreme. Okay, das hätte jetzt nicht sein müssen. Einmal das. Dann von der 13. Achso. Dann haben wir von Axe Body Wash Black. Einmal das hier. Dann so die 14. Ich bin gespannt, was da mit Frauen drin ist. Dann haben wir hier Pflegeshampoo, Volumenkraft und Pflege. Feines oder plattes Haar. Okay, das passt perfekt zu Others Haaren. Einmal das. So, jetzt kommt die 15. I'm watching. Oh, sehr gut. Pferdesalbe. Macht frisch und vital. Das ist total gut, wenn man Schmerzen hat. Das benutzt auch sehr, sehr gerne. Das oder Tigercreme. Also Tigersalbe ist auch sehr gut. Dann einmal die 16. Ich habe voll vergessen zu sagen, wenn ihr nicht wissen wollt, was drin ist, schaut nicht zu. Jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir schon über die Hälfte. Olivenölseife. Okay. Das kommt dann ins Badezimmer. Das dürfen wir dann alle benutzen. Das entscheide ich jetzt mal so. So, dann kommt die 17. Ups. Da haben wir von Gartras Styling Gel. Einmal das hier. So, dann die 18. Hier ist eine Maske dran. Und zwar mit einer Totenseemaske für Männer. Okay. Totes Meer oder Tote See? Dead Sea steht hier drauf. Dann einmal die 19. Haben wir vom Original Source 100% natürlicher Duft Mango. Einmal das. So, dann 20 ist auch groß. Hygienetücher für gepflegte Hände. Einmal das hier. Mit einem frischen Duft antibakteriell.
Dann die 21 ist hier. Noch ein Hände- und Nägelbalsam. Ist das wieder dasselbe? Nein. Das ist mit Bienenwachs. Einmal das von Soy auf. Dann die 22, auch sehr groß. Von Kneipp auf. Badekristalle immer cool bleiben. Minze, Menthol, wenn es mal wieder heiß hergeht. Okay. Einmal das. Da sind wir auch schon fast durch, jetzt von 23. Von Palmolive, Mineralmassage, Duschgel, Peeling mit totes Meersalz. Das sieht total edel aus. Einmal das. Und Tür Nummer 24, da bin ich jetzt gespannt. Und zwar ist hier ein Deo von Bruno Banani drin. Man's Best. Einmal das. So, das war der Adventskalender. Und ich habe jetzt alles geöffnet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin sehr zufrieden damit. Also für 12 Euro ist das, da kann man nicht meckern. Hier sind sehr viele, sehr schöne Produkte drin. Vor allem, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, diese ganzen Badezusätze. Das ist perfekt im Winter. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Jetzt drehe ich das nächste Video ab, das für die Damen. Und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr einfach reinschalten. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.